Heute öffnet sich das 11. Türchen des Wir machen Weihnachten Adventskalenders. Und ich habe eine richtig coole Verlosung, ein richtig schönes Paket. Und was drin ist, zeige ich euch später. Gestern ging das 10. Türchen auf bei der Mandy vom Pfirsichteufel. Das Video verlinke ich dir in der Videobeschreibung unten. Und wir basteln heute was Weihnachtliches aus solchen Deckeln. Und in dem Video heute arbeite ich zusammen mit Elmas. Und Elmas, die machen besonders kinderfreundlichen Kleber, der auswaschbar ist. Ich habe überlegt, wir machen Anhänger für den Baum oder auch so Suncatcher nennen die sich. Die kann man ans Fenster hängen. Und ich probiere jetzt mal mit dem glitzerigen Kleber hier ein schönes Motiv, ein weihnachtliches, aufzumalen, was wir dann anschließend mit dem durchsichtigen Kleber auffüllen. Richtig weihnachtlich ist so eine Schneeflocke. Also finde ich immer besonders schön, so eine schöne Filigrane. Die probiere ich jetzt mal hier aufzumalen. Das finde ich, ist richtig süß geworden. Der Kleber hat so eine schöne filigrane Spitze oben. Da kann man so richtig schön auch Motive mitmalen. Genau, mit Silber probiere ich jetzt mal einen Stern. Und ich glaube, was auch richtig cool aussieht, ist eine Baumkugel. Ich habe das jetzt einmal auf die Fensterbank gelegt zum Trocknen. Und jetzt ist es schon ein bisschen angetrocknet. Das heißt, jetzt füllen wir das auf mit dem, ja, durchsichtigen Kleber. So, das kommt jetzt nochmal zum Trocknen. Ich lege es auch wieder auf die Heizung. Das geht dann ein bisschen schneller, aber man muss schon so 1 bis 2 Tage rechnen, bis es getrocknet ist. Ich habe jetzt diese Suncatcher über Nacht mal trocknen lassen, über der Heizung. Das hat geholfen, die sind tatsächlich ein bisschen schneller getrocknet. Und jetzt holen wir die mal aus der Form raus. Ich schneide jetzt noch ein bisschen den Rand zurück, dass das einfach ein bisschen ebener ist, weil der Rand recht dick ist. Und dann kann man Löcher reinmachen und das Ganze aufhängen. Eine andere Möglichkeit, um noch Suncatcher zu machen, sind einfach Plätzchenformen zu benutzen. Der Vorteil hier ist, dass man hier gleich einen sauberen Rand hat und wenn man die Plätzchenform auf ein Backpapier legt und dann den Kleber einfüllt, ja, kann auch nichts mehr auslaufen und so lassen sich nachher die Suncatcher wirklich gut lösen vom Backpapier. Und jetzt habe ich hier einen Stickrahmen und ich habe so einen Nylonstrumpf und ich glaube, daraus kann man coolen Siebdruck machen. Ich drehe jetzt einmal den Rahmen auf und hole ich mir diesen inneren raus und ich schneide mir jetzt einmal den Strumpf zurecht. Das Stück von dem Strumpf, das ziehe ich jetzt schön einmal auseinander und dann kommt es auf den kleinen Rahmen, also auf diesen Ring drüber. Und dann der große Ring drauf und dann wird das Ganze schön gespannt, sodass es wirklich gut bedeckt ist und man keine Lücken mehr hat. Ich schneide jetzt mal ein bisschen was am Rand weg. Das muss man nicht unbedingt machen. Mich stört es allerdings ein bisschen. Deswegen schneide ich das einfach weg. Wichtig ist natürlich nicht zu knapp abschneiden, sodass es eventuell wieder reinziehen könnte. Ich habe jetzt ein Motiv ausgedruckt, so wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich mache das Ganze jetzt nicht in Schwarz, sondern in Rot hier. Und das übertrage ich jetzt, also die Schrift, auf
den Stickrahmen, den wir mit diesem Strumpf bespannt haben. Wichtig ist jetzt, dass man einen Stift benutzt, also einen Pigmentmarker zum Beispiel, der nicht wasserlöslich ist. Und ich benutze jetzt den Weißeln-Bastelkleber. Ich fülle den mir einmal in eine Schüssel, den brauchen wir nämlich eh gleich nochmal. So kann ich gleich ein bisschen mehr reinmachen. Und jetzt male ich mit einem Pinsel den Schriftzug mit Hilfe des Klebers nach. Das lasse ich jetzt einmal trocknen, bis der Kleber ganz hart ist und dann können wir weitermachen. Und der Stickrahmen ist jetzt auch getrocknet, der Kleber darauf. Jetzt können wir einmal probieren, das Ganze in Siebdrucktechnik auf den Beutel zu bringen. Ich habe vorher in den Beutel so ein Stück Pappe reingelegt, dass die Farbe nicht durchdruckt und dann die Rückseite auch nochmal mit Farbe bepinselt wird, also dass man nur auf einer Seite die Farbe hat. Jetzt mache ich mir ein bisschen Farbe drauf, entweder Acrylfarbe oder Textilfarbe. Und mit der Spachtel verreibe ich das Ganze dann schön, sodass wirklich dieser Kreis schön rot wird. Die Kanten habe ich jetzt mit dem Pinsel noch ein bisschen nachgearbeitet, da wo ich nicht so gut dran kam mit dem Spachtel. Und jetzt können wir das Ganze mal aufheben und schauen, ob es geklappt hat. Als nächstes habe ich gedacht, machen wir mal was aus Pappmaché. Ich habe das immer geliebt als Kind, meine Kinder liebt das auch. Und auch dafür eignet sich super dieser weiße Bastelkleber von Elmas. Wir machen jetzt mal ein weihnachtliches Tier, und zwar einen Hirsch, den man an die Wand hängen kann, aber auch an die Tür. Dafür habe ich jetzt ein Stück Pappe und hier drauf zeichne ich jetzt die Form des Hirschkopfes auf. Und ich habe draußen mir jetzt so zwei Äste mitgenommen, die so ein bisschen das Hirsch darstellen sollen von dem Elch, von dem Hirsch, und die klebe ich jetzt noch hier fest. Und damit der Kopf auch ein bisschen so dreidimensional wird, knäule ich mir jetzt noch Papier und Zeitung zusammen und forme dann hier so eine Art Kopf schon zurecht, was ich alles gut zusammenklebe, damit es nachher einfacher ist, mit Pappmaché zu bearbeiten. Soweit so gut. Die Form ist ja schon richtig schön geworden. Jetzt geht's ans Pappmaché. Ich fange jetzt mal ein bisschen an und dann warte ich, bis die Kleine aus dem Kindergarten kommt und die darf dann noch weiter mithelfen. Das Ganze muss dann über Nacht trocknen und morgen malen wir es an. So, der Hirsch, der ist über Nacht richtig gut getrocknet und den kann man jetzt nach Lust und Laune mit den Kids bemalen. Ich finde immer so eine Malstunde am Nachmittag, nach Kindergarten oder so, macht denen auch immer richtig viel Spaß. Wenn der dann fertig angemalt ist und getrocknet ist, dann kann man den aufhängen, an der Tür zum Beispiel oder an der Wand. Ja, ist richtig schön weihnachtlich. Ja, und kommen wir jetzt zur Verlosung. Und ihr könnt zwei Sets an Kleber von Elmas gewinnen. Da ist wirklich alles mit dabei. Was ihr dafür tun müsst, ist einmal den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. In die Kommentare schreiben, welches der drei Projekte ihr machen würdet. Ja, und einen Daumen nach oben geben. Das war's schon. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann schaut mal hier und hier. Und hier habe ich auch noch ein paar DIY-Ideen für euch, die ihr mit den Kindern zu Hause machen könnt.